Jo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tiny Craft Attack. Ich glaube, ich habe gerade irgendwie 2 Sekunden nicht gelabert, weil das ich gerade geliked habe mit dem der Zeit und so, ne? Bei OBS. Ich muss immer, wenn ich starte hier, OBS im Vorschaufenster haben, damit ich sehen kann, was hier drauf losgeht. Weil das ist immer Zeit verzögert, wenn ich auf meinen Button drücke. Damit ich das kontrollieren kann, nicht dass ich irgendwie rede und dann ist es gar nicht auf losgegangen und das wird geliked und vor allem war es bei 2 Sekunden und das ist jetzt erst jetzt los, ne? Ist auch völlig wurscht. Auf jeden Fall, was gibt's Neues? Hier oben ist ein T-Fighter. den habe ich irgendwie gebaut am Samstag oder so. Und da waren so ein paar Leute auf dem Server. Ich glaube, Rice, Mausik, Torzocker und ich. Und habe ich so ein bisschen so gespielt hier, ne? Und war ganz heftig auf jeden Fall. Könnt ihr auch nochmal bei im Stream vorbeigucken von Rice Maw. Mal auf seinen Kanal gucken. Link ist in der Beschreibung eigentlich. Mir hat den letzten Zoom hinzugefügt und da ist der Kanal von ihm verlinkt und dann könnt ihr mal den Stream nochmal angucken. Wenn ihr ein bisschen Aktivität wollt, so, ne, mit vielen Leuten. Ansonsten hat er sich sein Dach mal fertig gebaut hier. Ganz nebenbei und dem sonst so ich. Ja, guck mal hier. Hier baut jemand. Okay. Wer baut denn hier? Können wir dran messen, so neu. Ich glaube der Hannes hier, ne? Der Hannes heißt der. Der kam vor kurzem ins Projekt. Es kann sein, dass er hier baut. Oder Krepte LP. Der war auch auf dem Server. Sind die beiden Neuzugänge hier? Also einer von den beiden hat sein Haus hier gebaut, ne? Dafür ist immer eine andere Stelle irgendwo. Ein zweites Haus. Kommt schon, vielleicht auch jemand unsere Nachbarn oder so, ja? Hat Freining schon weitergebaut hier? Irgendwie schon, oder? Platte hier, was war schon immer da mit der Platte hier? Sieht so neu aus. Ich glaube, das war nichts Neues hier. Ich habe irgendwie noch Probleme, ich weiß auch nicht. Man kann es irgendwie zurück. Aber sonst sehe ich erstmal hier gar nichts. Wirklich null. Oder das Grundstück hier, ne? Aber ich glaube, das ist von Fronty. Schon etwas länger vom Online war. Das glaube ich auch neu. Bei Z halt. Ist ja jetzt hier, ne? Früher noch 1,8 QM. Jetzt Z halt. Ich glaube, die Baugeilen sind aber auch neu, ne? Okay, dann. Ja, gehe ich mal wieder back to the business. Und bauen im U-Bahn-Bahnhof weiter. Ich bin doch entschieden, den weiter jetzt doch weiter zu bauen. Und hier übrigens auch mal das Upsi auch mal entfernt hier, ne? Also. Runter kein Antimatrechner, Dude. Also, das hat man schon gesehen, ne? Wie gesagt, ich hab das Upsi hier weggebaut hier. Und die Blöcke bleiben auf jeden Fall. Hier hat alles am Samstag gemacht, ne? Und hier können wir. Sollen wir was bekommen? Und zwar Ihre Werbung als Straßenknappe im Juli 2018. Wurde angenommen, Sie können sich in der Stadt platzieren. Hier noch ein paar Arbeitsmaterialien, ja. Ich gehe mal in Game Mode 0, ne? Und, ja. Endlich wurde die Werbung mal angenommen. Ist nach. Wie viele Monate sind das jetzt? 7 auf 4? Auf 4, oder? 7 auf 4, was? 7 auf 11 sind es 4, ja, so. Ja. Nach 4 Monaten endlich mal so richtig loslegen. Muss ich mich nicht lassen irgendwo. Von daher rum halt am besten. Ja, am besten im Bahnhof, ne? Das wäre cool. Ja, ich spann das noch kurz mal ein bisschen auf hier. Mit dem Harz. Zu dem mit dem Harz IV, sondern mit Straßenpenner Job.
Und die anderen noch Aufträge eigentlich auch angenommen. Sieht gar nicht um. Oh. War hier wirklich was drin? Was war hier drin? Können wir das sagen? Jetzt mich ganz ehrlich nicht mehr. War da was drin? Ist noch hier drin? Oder Gold oder Eisen? Oh. Ich verliere gerade ein bisschen Überblick. Das sind doch immer Sandblöcke. Hab ich auch mal, aber geil, lol. Minen hier rein. Alter. Meine Kekse. Aber die Kekse kann man ja nur töten, naja, scheiße. Den Seeds? Kann ich nicht, ne? Ich kann ihn nicht zähmen. Alter. Ich brauch eh kein Papagei, ganz ehrlich. Was soll ich mit dem? Da werden sie im Ernst, was ist denn so sinnlos eigentlich, ne? Ist so eine schöne Erweiterung und so. Aber die droppt mir gar nichts, ne? Wenn die wenigstens Fleisch droppen könnten, ja, dann wären die fast nützlich. So. Soll ich mit denen einfach noch auf der Schulter sitzen müssen? Alter, das ist richtig dümmlich dann. Eigentlich noch Kohle irgendwo. Oh. Egal. Ja, dann schmeißen wir es wieder rein, ne? Das wird ja nicht reich für eine Kohle. Ja, ne, das wissen wir ja schon. Hab ich mal kennengelernt. Soll ich jetzt bauen oder? Doch, das wird ja im Straßenpenner machen. Keine Ahnung, irgendwie. Sollen wir warten? Ich brauche jetzt das Geld, ne? Im Straßenpenner halt, ne? Richtig spenden und nicht irgendwelchen Tunnel da alles fertig habe. Sieht noch ein bisschen dauern. Gut, das Rice mal mir auch noch helfen wollte damit, mit den Anschlüssen. Vielleicht kommt auch was vor allem nochmal. Auf jeden Fall hier noch eine große Aufgabe werden, ne? Die Frage, wo sieht man am besten? Wo sind die meisten Leute aktiv? Ich glaube, die Seite ist da inaktiv, ne? Also wenn dann spielen noch Sick und Rice Mau. Da würde es Sinn machen, da zu platzieren. Ist das Haus hier neu? Ach, hier wohnt Krebsäpfel, ah. Ist das Haus von Hannes? Okay. Jo. Soll ja Kalb haben, ne? Ist auch mal, erinnert mich immer an Schokolade, irgendwie so ein Schokoladenstückchen. Alter. Hab ich irgendwas gemacht hier, ne? Sind wir gerade irgendwie so an Mini CH4 von mir. Im Bunker, so, da ging es auch so runter. Ich sehe ihn wahrscheinlich als Inspiration. Na cool, wenn er schon so ein Haus hat, ne? Finde ich gut. Nicht so wie Hannes. Der so ein cooles Ding der hat. Ich meine, das ist ja nicht mal zu hier so richtig, ne? Ein bisschen mit Sand und so, aber Hauptsache eine Endertruhe haben, ja klar. Lol. Und 5000 Eier hier. Alter. Ich könnte hier rein bauen, so, ne? Das wäre cool. Können wir eine Ecke hier hin? So. Dann Flowerpot hier hin. Und dann. Das so machen, bitte spenden. Oder ein bisschen. Kleingeld. Irgendwie so. Wenn man eine Straßenpenner-Ecke wieder, aber ne. Du hast doch lieber an die Wand hier, ne? Irgendwie besser raus, oder? Lieber hier. Ein bisschen Kleingeld. Kann ich schreiben. Kleingeld. Noch einen kleinen Smiley. Jetzt mache ich die Ecke hier fertig. Kann ich mal endlich meinen Job nachgehen. So wurde ich spezialisiert. Die anderen Anträge auch angenommen. Ich weiß gar nicht, wer alles hier so was gemacht hat.
Boatlist. Das ich mal für Tiny Land, glaube ich, war das, oder? Tiny Park oder Tiny Land? Von den beiden wollte ich, also finde ich cool. Was hier Neues? Nö. Alter, warum nicht? Also, was ich auch noch zeigen könnte, ist der Imbiss von Rice Maul, der hat hier richtig was gebaut hier. Im Stream von ihm. Oder was kein Imbiss? Achso, der ist da. Achso, das ist nur das Haus hier. Ja, falsche Information hier wieder, ne? Alle coole Betten irgendwie, keine Ahnung warum. Dann ist das der Imbiss. Bin schon gewundert. Ich glaube, das ist auch eröffnet, genau. Also 10 Stacks, 3 Eisen. 10 für 5 Eisen. Kids-Menü von jedem 5, 10 Eisen. Adult-Menü von jedem 10, 15 Eisen. Und Fettsack-Menü von jedem 32, 30 Eisen. Also von. Das heißt, vom Fettsack-Menü dann wahrscheinlich, ne? 32 Steaks, 32 Äpfel, dann kriegen wir 30 Eisen raus. Das müssen wir bezahlen halt, ne? Soll eigentlich im ersten Zimmer eröffnet werden, aber. Ja. Das ist auch noch da. Und so, wie ein paar Sachen. Wir brauchen ein Brot, wenn man es nicht bezahlen kann. Das kaufen kann. Und wurde so ein Arbeitsmittel ein bisschen schön gemacht, nicht mit den ganzen Ranken. Und, ach du Scheiße. Muss auch meine Mutter meinen Antrag wohl angenommen, ne? Falk wird auch noch. Stein. Ich weiß nicht, wer Stein ist. Erstmal will Hartz IV und Shoetax will Müllmann werden. Ich frage, wo Müllmann, Tutex wohnt. Wird auch noch was bekommen von Sick. Ich meine, der Sick hat das hier gemacht. Da war ich ja zuständig. Der muss ich auch noch ein bisschen einsetzen hier für die Stadt hier. Ich hatte einen Weckruf gemacht, ne, und dann hat er sich dafür eingesetzt. Jetzt hat er das unterstützt, dass es ein bisschen hier vorangeht. Da hat direkt meinen Antrag ja angenommen hier, ne? Mit dem Straßenpenner-Job. Direkt heftig drum gekümmert, damit ich eben arbeiten kann. Und hier und Tutex. Fahren wir weiterzukommen. LOL. Aber der kriegt keinen Müllmann-Job. Ha. War Pastor. Nämlich ja sowas Besonderes hier wieder im Projekt, dass ich hier den Job bekomme und die anderen nicht. Ich habe auch ein bisschen Geld bezahlt, ne? Ein bisschen Geld geflossen, ein bisschen Gras. Und ja, ich würde sagen, ich bin ja an der folgenden Stelle, wir sind schon bei 13 Minuten. Mir hat gefallen, dass eine Pulsierung da. Alles vergessen. Ah, tschüss.